Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGannon. Und frohe Ostern an alle PlayerGannon und Zuschauer da draußen. Ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt, auch wenn Ostern nicht so dafür bekannt ist. Los Leute, alle angreifen, wer um 12 nicht kann, trotzdem irgendwann angreifen. Für die anderen ist die zweite Welle um 12. Oh. Eigentlich wollte ich jetzt in der Folge angreifen. Ach, Clemens wird da schon eine Ausnahme machen. So, fuck, die führen momentan, okay. Ich habe mir vorgenommen mit meiner Go-Wipe-Armee, also mit 2 Golems, Level 4. Oh, 3 Packers Level 3, 12 Magier Level 5, 1 Riesen Level 6, 16 Bogenschützen Level 6 und 8 Mauerbrecher Level 5. Die Nummer 2 zu snaggeln. Natürlich schaffe ich nicht alles, aber wir werden es einfach probieren. Ein Stern wurde ja schon geholt. Von Master of Heaven. Wir können uns mal angucken, was in der Klamuk drin ist. Da können wir uns schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Hat er die Klamuk rausgelockt? Ja. Das hat er schön gemacht. Aber leider nur einen Stern hat er geholt. Aber das ist ja nicht schlimm. Barbaren und Magier. Ja, die haben Magier Level 6. Das ist schon richtig heavy. Wir haben nur Magier Level 5. Denn wir haben noch keinen Town Level 10er. Ja, ich irgendwann. Aber frühestens nächstes Jahr, würde ich sagen. Vorher gehe ich nicht hoch. Und ich will auch die Mauern hochbringen. Von den Verteidigungen her sieht es auch momentan bei mir eigentlich relativ gut aus. Okay, wir können ja schon mal gucken, wo genau irgendwelche Riesenbomben sind, wenn er irgendwo reingetreten sein sollte. Das ist eine Taktik. Y-Wipe. Okay, am besten, Master of Heaven, falls du das Video sehen solltest, benutzt was zum Tanken, wie zum Beispiel Golems oder Riesen. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ah ja. Egal, wir werden es einfach probieren. Und hoffen, dass uns der Osterhase Glück bringt. Okay. Angriff, würde ich sagen. Ja, einen Stern versuche ich zu verbessern. So. Jetzt mal einen Bogenschützen, damit gucken, ob da eine Falle ist. Jetzt der Riese vor, um die Klamuk rauszulocken. Der Riese muss mächtig einstecken. Das meiste scheint hier raus zu sein. Ja, am Arsch. Zum Glück ist der Bogenschützenturm so schwach. Ja, jetzt kommt er nicht ran, ne? Kleiner Sucker. Okay, jetzt werden wir versuchen, hier die Clanburg so gut wie möglich auszunocken. Los, Magier, mach Putt! Mach Putt! Mach Putt! Mach Putt! Mach Putt! Okay. Das meiste ist Putt gegangen und ja. Golem, Golem. Magier hinterher. Ein Wutzauber und keiner der Golems ist reingekommen. Ah, fuck. Der Wutzauber war richtig gefailt, aber die Mauerbrecher haben schöne Arbeit geleistet. Ja, wäre klug, wenn jetzt einer in den Wutzauber reingehen würde. Im Übrigen ist meine Queen jetzt auf 10 fertig geworden. Die Packers haben sich entschieden, innen lang zu laufen. Oh, 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 oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Queen ist klug. Die ist... Ah, fuck. Ah, ich muss sie schon zünden, Mann. Das sieht überhaupt nicht gut aus, nach 2 Sternen, Mann. Oh, Queen, bitte rette mich, bitte rette mich. Nein, nein. Oh, Sprungzauber, scheiße, ich hätte ihn besser setzen müssen. Ich habe den gefailt gesetzt. Barbarenkönig jetzt zünden. Die Packers haben sich entschieden, ein bisschen nach innen zu gehen, im Wutzauber jetzt. Okay, die Packers sind in der Mitte. Bitte, 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 bitte. Oh, Junge, kümmert euch doch nicht so lange um die Queen. Sind das 3 Packers? Das sind 3 Packers. Oh, Jesus sei Dank. Jetzt macht das... Ja, 2 Sterne. Bam, Junge. Alter, dieser Stern ist wichtig für den Clankrieg. Oh, da habe ich aber Schwein gehabt. Die Packers haben sich dazu entschieden, außen lang zu laufen und ja. Aber 2 Sterne sind zum Glück geworden. Das war wirklich knapp. Alter, Alter. Oh, Golems kleine Leben auch noch. Sind sie nicht süß? Ja, total. Alter, ich hab richtig Schwein gehabt. Ich hab richtig Schwein gehabt. Ja, jetzt werden wir die Packers noch ein bisschen rödeln lassen. Ja, wir können beenden. 2 Sterne. 71%. Neuer Rekord. Das sieht doch gut aus. So. Ein Stern konnten wir noch holen. Fuck, als ob, Mann. Hi, hi, hi. Schöner Name.
2xDarkXS. So, wir werden jetzt ein paar Truppen nachbilden und dann werde ich gleich noch mit meinem zweiten Account angreifen. Ja, ist eine schöne Abwechslung, mal im Clankrieg anzugreifen in den Folgen. Ich finde auch, Clankriegsfolgen kommen eigentlich relativ gut an, zumindest meistens. Und deswegen, das macht mir auch Spaß, im Clankrieg anzugreifen. Und ich würde auch sagen, ich werde ganz kurz ins andere Dorf rüber switchen, also bis gleich. So, mein Dorf sieht ein bisschen zerstört aus, aber nur ein ganz, ganz bisschen. Die Bombe reaktivieren. Joa, ein bisschen hier zu meinem Zweitdorf. Ich habe jetzt alles geupgradet, was man upgraden kann, bis auf halt die Minen und Sammler. Beziehungsweise die Sammler noch zwei Stück. Ich muss nur noch die Mauern machen und ja. Ich habe Dennis gefragt, ob ich an der Loot-Challenge mit meinem zweiten Account teilnehmen kann. Er hat ja gesagt, was mich wirklich freut. Denn hier ist der Loot echt geil und ja, auf meinem ersten Account habt ihr ja gesehen, was es da für Loot gibt. Wir gucken uns jetzt an, wen wir hier angreifen werden. Ja, die 13 würde ich sagen, ne? Wobei, wer kann noch alles aus meinem Team angreifen, aus den unteren Regionen? Der Baba glaube ich nicht, Excessive glaube ich auch nicht, dass er noch was holen kann. Erdbeerkiller könnte eventuell noch was holen. Und Messi kann auch noch was holen als 10. Eventuell kann er ja bei der 10 drei Sterne holen, das wäre sehr nice. Denn wie man sieht, wir liegen mit 2 Sternen zurück. 3 Sterne werden hier drin sein. Ich bin mir relativ sicher, dass hier 3 Sterne drin sind mit dem Drachen. Kein Tellereisen, kein Tellereisen, kein Teller... Oh, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir die Klarenburg rauslocken. Ich hoffe, die Zeit wird am Ende nicht so eine große Rolle spielen. Denn es ist das Problem, meinen Klarenburg rauslocken. Die Klarenburg, die braucht sehr lange, bis sie draußen ist. Man muss mal eiskalt so einen Golem reintun. Alter, ich will nicht den Blick von dem sehen, der dann angreift. So, macht Putt, macht Putt, macht die Valkyrie Putt und die Magier. Los, go, 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 go. Los, macht's kaputt, ja, sehr nice. Jetzt können wir angreifen. Ein paar Gebäude hier schon mal zerstören, damit die Drachen irgendwie nach innen fliegen können. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo die genau hinfliegen. Wir werden jetzt einfach mal setzen. Ich hoffe, die machen nicht erst alle Gebäude außen kaputt. Ich würde mich total aufregen. Ja, die meisten sind reingeflogen. Das sieht doch sehr nice aus. So, jetzt kamen ein paar Luftbomben. Das wäre schön, wenn ihr euch... Einer kümmert sich um die Luftabwehr. 2 sogar. Sehr nice. Und meiner Meinung nach fliegen viel zu viele nach außen. Bitte fliegt nach innen. Ja, die haben sich dazu entschieden, innen hinzufliegen. Oh oh. Das sieht überhaupt nicht gut aus momentan. Das sieht weniger als nicht gut aus. Oh, fuck. Oh, bitte flieg doch nach innen. Oh, Mann. Ey, diese Drachen, die sind so behindert im Kopf. Diese Kaide von denen, die fliegen so komisch. Macht die Luft, ja, nice. Die Luftabwehr ist weg und jetzt sieht sehr gut aus. Der Barbarenkönig lebt noch. Wird aber vom Bogenschützenturm unter Beschuss genommen. Wir haben keinen Wutzauber mehr. Ich glaube, das wird von der Zeit sehr knapp. Oh, das wird eine enge Kiste. Ja, die Minenwerfer sind nicht wichtig. Was ich als erstes ausnocken würde als Drache, wären die Bogenschützentürme, Türme und die Teslas. Oh oh. Es leben noch 3 Drachen. Wobei, das müsste eigentlich gut aussehen. Keine Bauhütten in den Ecken. Das müssten eigentlich 3 Sterne werden. Habe ich die Ich hatte keine Clanburg dabei. Ach, egal. Es sind trotzdem 3 Sterne geworden. Ein Glück, würde ich sagen. Ja, 3 Sterne. Richtig geil. Aber jetzt steht es 35-36, wenn ich mich nicht irre. 1 Stern, Mann. Das wird eine richtig enge Kiste, aber der Clan ist auch mega gut. Wir gucken uns mal den gegnerischen Clan an. 1 Stern konnte ich nur holen. Darüber bin ich stolz. Auf jeden Fall. So. 1 Stern, 35-36. Die haben sogar weniger Angriffe genutzt. Das ist kacke. Ja, 63 Clankriege scheint... Ach, Philippinen. Okay. Der erste kann noch angreifen, der zweite kann noch angreifen, der dritte kann noch angreifen, also, ja. Hat mich schon jemand angegriffen? Das trauen die sich natürlich nicht. Spaß beiseite. David der Babbo, meiner ist der heroischste Fight, den gucken wir uns doch gerne an. Ich glaube, der erste Angriff war es. Ja, das war der erste Angriff. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich habe da als erstes mit einem Riesen die Clanburg von da oben rausgelockt. Dann wie immer mit Bogenschützen habe ich die restliche Clanburg putt gemacht. Dann habe ich irgendwann einen Magier hingesetzt. Weil die Magier werden immer schnell gerüstet.
So, der Hauptangriff müsste jetzt gleich beginnen, genau. Hier sind die Golems gesetzt worden. Ein Wutzauber, ein paar Mauerbrecher. Die Mauerbrecher haben nicht das getan, was ich wollte. Denn ich wollte, dass sie nach innen gehen und nicht in die äußere Mauer, aber egal. Die Packers sind mir immer nach außen gelaufen, was kein Wunder mehr ist. Aber dann hatte ich Glück. Guckt euch den Laufweg der Queen an. Das ist einfach nur hammergeil gewesen, wie die gelaufen ist. Dann habe ich sie gezündet. Habe ich noch einen Wutzauber gesetzt. Und ja, es wurde eine ganz enge Kiste mit dem Rathaus. Aber ich habe es doch geschafft, auch wenn es ganz knapp war. Aber geschafft ist geschafft. 2 Sterne, das war wichtig. Wirklich sehr wichtig, dass wir das schaffen. 1 Stern fehlt uns momentan, damit es unentschieden steht. Bei unentschieden würden wir, glaube ich, trotzdem den Loot-Bonus bekommen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Aber ich meine schon. Aber ein Unentschieden wäre eigentlich, ja, nicht so knorke, aber besser als zu verlieren, ne? Okay. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Clash of Clans Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Clash of Clans mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.